Gleichungen mit zwei Variablen lassen sich als geraden Gleichungen darstellen. Das haben wir ja bisher schon gemacht. Und das Wort lineares Gleichungssystem meint jetzt einfach nur, dass man zwei solcher Gleichungen in einem Koordinatensystem darstellt. Also so ein Koordinatensystem kennst du ja schon. Hier ist x, da ist die y-Achse. Und wir haben jetzt hier zwei Graphen. Sagen wir mal, der eine Graph, der läuft so. Und also diese eine Gleichung. Und das wäre jetzt hier meinetwegen mal, ohne dass es so ist, aber beispielsweise, das wäre diese Gleichung jetzt hier. So, dann hättest du ja hier ganz viele Lösungen für diese eine Gleichung auf diesem Graphen. Also zum Beispiel hier so die Kombination, zum Beispiel hier 1 und, keine Ahnung, hier 2 oder so, ne, wäre das dieser Punkt oder dieser Punkt. Also nur bezüglich dieses Graphen gibt es auf diesem Graphen eben die ganzen Wertepaare, die diese Gleichung hier löst. So, das war es jetzt aber noch nicht. Jetzt kommt bei diesem linearen Gleichungssystem nämlich eine Sache dazu, und zwar eine zweite Gleichung. Und diese zweite Gleichung, die sieht jetzt meinetwegen so aus. Die kreuzt diese jetzt hier. Und auch diese Gleichung hat für sich selber wieder ganz viele Wertepaare, die auf dieser Gleichung liegen, die diese Gleichung, nur diese Gleichung für sich erstmal löst. Und ein lineares Gleichungssystem meint jetzt, dass man eine Lösung für beide Gleichungen gleichzeitig finden möchte. Und das ist immer dieser Schnittpunkt hier. Ich mache das mal rot, dass sich das ein bisschen abhebt. Hier, dieser Schnittpunkt aus der blauen und orangenen, aus dem blauen und orangenen Graphen ist der Schnittpunkt dieser beiden Gleichungen. Und das ist exakt das Wertepaar, was aus einer x- und einer y-Koordinate besteht, was zur gleichen Zeit diese erste Gleichung hier und diese zweite Gleichung hier löst. So, jetzt gibt es aber mehrere Möglichkeiten. Ich zeige nochmal ein frisches Koordinatensystem. Hier ist die x-Achse. Das muss man immer machen, auch wenn es Zeit kostet. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du hast zwei Geraden und die eine Gerade läuft so und die andere Gerade, die heißt von der Geradenbezeichnung her so ähnlich und läuft parallel zu der blauen. Das ist hier diese Variante, dann gibt es nämlich keine Lösung. Ja, das ist sozusagen die erste Möglichkeit. Keine Lösung, weil es keinen Schnittpunkt gibt. Es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit, dass die Geraden aufeinander liegen. Also, ich habe diese Gleichung hier und mir wird eine zweite Gleichung gegeben und die liegt, wenn ich sie einzeichne, sehe ich, liegt exakt auf der drauf. Dann gibt es unendlich viele Lösungen, weil es natürlich auch so unendlich viele Schnittpunkte gibt. Wenn die Gleichungen aufeinander liegen, dann sind ja quasi alle Punkte, die eine Gleichung lösen, auch Punkte oder Wertepaare, die die andere Gleichung lösen. Also unendlich viele Lösungen. Und dann gibt es sozusagen das dritte, was ich hier rechts schon eingezeichnet habe. Wir haben eine Gleichung, die verläuft so, und wir haben eine andere Gleichung, die verläuft so, und somit gibt es einen exakten Schnittpunkt aus diesen beiden Gleichungen. Und das wäre dann sozusagen eine Lösung. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Huch, jetzt ist der Stift runtergefallen. Und jetzt gucken wir mal in die Situation und wollen uns das nochmal anhand eines Beispiels klar machen. Meine Eltern fahren mich mit dem Auto ca. 150 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt. Ihr habt aber 200 Kilometer Vorsprung. Schaffen wir es, euch einzuholen? Das ist jetzt hier also die Frage. Grundsätzlich ergibt sich jetzt hier erst einmal diese Aktion hier mit dem Auto. So, eine Fahrzeit mit dem Auto. Und grundsätzlich hat man jetzt hier ein Y, was man als gefahrene Strecke ansehen könnte. Und wir haben hier ein M, das ist die Geschwindigkeit, die 150 km/h hier. Und wir haben noch Zeit, die Komponente Zeit, das ist hier unser X. Also hier Strecke, das ist Y, hier ist Geschwindigkeit, machen wir mal km/h. Und das hier ist Zeit, einfach H. So. Du siehst auch schon KMH, H steht hier im Nenner, mal H, das würde sich dann nämlich rauskürzen, es bleibt Kilometer stehen und eine Strecke wird immer in einer Längenangabe angegeben, wie zum Beispiel Kilometer. Passt also alles wunderbar. So, und jetzt kann man das Ganze hier ausfüllen, nämlich hier das Y ist gleich 150 km/h, beziehungsweise einfach 150 mal x. Wir lassen jetzt das kmh und das h einfach hier da mal weg. Sind y ist gleich 150 mal x. Hanna sagt, unsere Reisegruppe fährt mit dem Bus. Die Strecke beträgt 1400 Kilometer und wir fahren im Durchschnitt ca. 100 km/h.
So, das ist jetzt eine Aktion mit dem Bus. So, auch hier haben wir jetzt wieder Strecke ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit plus aber bereits gefahrene Strecke, also plus noch gefahrene Kilometer. So, somit hat man nämlich jetzt hier y ist gleich m mal x plus b. B ist jetzt hier der y-Achsenabschnitt. Und somit ergibt sich jetzt hier y ist gleich, der Bus fährt langsamer als das Auto, 100 km/h, mal x, also die gefahrene Zeitdauer, plus die Kilometer, die schon gefahren wurden, bevor sozusagen, hier, was sagt Sophie hier, ihr habt aber 200 Kilometer Vorsprung. Das hat der Bus Vorsprung, bevor Sophie mit ihren Eltern überhaupt losfährt. So, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Gleichungen, einmal diese blaue und einmal diese rote. Ich habe das jetzt alles nochmal etwas sauberer hier eingetragen. Du siehst hier Strecke, Strecke S Auto und Strecke S Bus. Dann hier die Geschwindigkeit mal x und jeweils hier eben noch der y-Achsenabschnitt, der hier noch dazu gehört. Und das Ganze habe ich jetzt nochmal eingezeichnet. So, da können wir das jetzt nochmal wunderbar sehen. Das rote ist die Strecke mit dem Auto. Das Auto startet quasi seine Aufholjagd bei 0, bei Kilometer 0. Ja, da ist überhaupt noch nichts gefahren. Der Bus hat zu diesem Zeitpunkt bei 0 Zeit, wo dieses Wettrennen sozusagen startet, hat der Bus schon 200 Kilometer hinter sich. Das ist hier der y-Achsenabschnitt, den du hier siehst. So, die Steigung ist aber bei dem Auto positiver, also steiler, als bei dem Bus. Deswegen geht dieser rote Graph hier insgesamt steiler nach oben als der blaue Graph. Und das führt dazu, dass sich diese beiden Gleichungen irgendwann schneiden. Und dieser eine Schnittpunkt hier an dieser Stelle, das ist die Lösung dieser beiden Gleichungssysteme. Und diese Lösung liegt eben exakt bei x gleich 4, was hier in Zeit angegeben wird, also quasi nach 4 Stunden, und 600 Kilometern Fahrtstrecke. So. Und genau das stellt jetzt Sophie auch fest. Dann überholen wir euch ja sogar ziemlich früh schon. Ja, schon nach 4 Stunden ist der Bus schon eingeholt von dem Auto. Das ist auch eine Gleichung und auch da brauchst du nur zwei Wertepaare, um den Graphen dieser Gleichung exakt zeichnen zu können. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Die Skalierung dieses Koordinatensystems, das ist immer neu anzupassen, je nach Gleichung. Das muss halt passen und der Betrachter, der muss das auch dann gut ablesen können. Hier kann man wunderbar ablesen, dass der Schnittpunkt hier die Koordinaten...